Nee, Naturramses schon wieder dran. Mit dem Natururin-Wanderhemd, was ich damals bei der Natururin-Wanderung angezogen habe, wo Bierpower draufsteht. Guckt euch das an. Bierpower. Und da ist der Hannes. Moin. Und willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Denn wir warten eigentlich auf den Community Raid. Es ist nämlich Dienstag, 10 Uhr. Hat der Raid-Boss gewechselt. Ihr seht das schon am Mega-Raid, weil Mega-Turtok jetzt in den Mega-Raids ist. Aber wir sehen keinen Fünfer. Eigentlich müsste Kabukime jetzt drin sein, den man ja für den Pokédex-Eintrag mal mitnimmt. Wir sehen aber keinen. Ganz Hibo gibt es keinen Kabukime-Raid. Also waren wir jetzt im Rewe. Ich habe gedacht, okay, komm, holen wir uns schnell so ein Schinkenbrötchen, Schinken-Käsebrötchen fürs Frühstück. Hannes, ja, ich hol zwei Bier, ne? Jetzt kam er wieder raus und guckt euch das an. Das sind zwei Bier, beziehungsweise habe ich gesagt, du kannst mir mal einen Porter mitbringen. Jetzt weiß ich nicht, hat er sich etwa jetzt 4 5-0er mitgebracht und mir 4 Porter oder hat jeder 2 Porter und 2 5-0er? Ja. Was ist das überhaupt zum Zähneputzen? Da sind die Schinkenbrötchen, das sieht auf jeden Fall gut aus. Hannes hat es schon wieder übertrieben. Das ist professionell, das müssen wir für die Arbeit machen. Ja, und jetzt warten wir, dass wir einen Kabukime-Raid finden. Den posten in den Community-Tab und dann vielleicht eine Woche Spaß, Urlaub haben. Bin ja sonst nur drin, jetzt bin ich mal draußen. Da muss man viel trinken. So, Grüße gehen raus, bis gleich beim Kabukime-Raid. So, es ist jetzt 15.16 Uhr, wir warten immer noch auf den Community-Raid. Immer noch kein legendärer Raid in Hildburghausen. Wir haben den Mannshaulwurf gefunden. Mein Handy ist tot. Das ist der Mannshaulwurf. Mittelolde. Der will vielleicht sogar bei der Mark Diemals und Dolepi-Wanderung mit Shania dabei sein. So männertagsmäßig und vielleicht auch beim Natururin Geburtstagsvlog. Da sitzt immer noch der Hannes. Moin. Der Hannes, der isst hier so Tomaten mit so Frischkäse. Paprika. Mit Frischkäse. Tomatenpaprika mit Frischkäse und alles fällt rein. Mhm. Die sind übelst nice. Guckt mal hier am Deckel. Da hängt noch so Frischkäse. Mhm. Wir warten immer noch auf den Community Raid. Und vielleicht machen wir in der Zwischenzeit das Breit Challenge. Tja. So. Ich bin's, der Ramses, und das ist das iPhone und das ist die Arena und wir haben jetzt endlich geschafft, einen Community Raid zu finden. Das ist, Moment, das ist der Manns und das ist der Haulwurf. Ja, genau. Und das ist der Hannes. Yo. Und das ist immer noch der Manns. Und hier liegen jetzt die Handys und das ist der Schachbretttisch. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wen wir einladen zum Community Raid. Und dadurch, dass der Community Raid jetzt erst nach 16 Uhr stattfindet, glaube ich, müssen wir am Dienstag sogar den Stream absagen, damit wir nur den Community Raid machen. Das liegt nicht daran, dass wir nicht mehr in der Lage sind. Das liegt daran, dass sich das zeitlich überschneidet und ich eine geregelte Abfolge bevorzuge. So, jetzt gehen wir mal hier. Es ist kompliziert, so mit diesem iPhone da umzugehen, aber es ist flüssiger. Es ist ein flüssiges iPhone. Wir gehen jetzt mal hier drauf. Auf den Kanal, lesen euch mal vor, wer sich in den Community-Tab eingetragen hat. Das habe ich hier gepostet, 16:23. 16 Kommentare, ich ordne immer nach Neueste zuerst und gucke dann von unten. Wir haben Genaya, Kuli Uhu W, Mazofix, Blood and Tears, Wickeda, das sind 5 Leute auf dem ersten Account. Und dann gibt es noch Henry Nicky, Iron Phil, Albert Giant, Basti Bro. Dazwischen hat sich NetGhost eingetragen, aber gesagt, hallo, bin dabei per Satellit. Der hat hier auch schon irgendwie ein Lokmodul angemacht. Wigeda hat sich irgendwie zweimal eingetragen, deswegen ist noch ein Platz frei für Baloo. Habe es zwar noch nicht geratet, aber lasse anderen den Vortritt. Also nicht Baloo, sondern Heiko, Fernraid Go AMK. Das sind die 10 Leute, die wir einladen. Grüße gehen raus an Olli, Nils, Marcel Hirntod Daum, Fatih, aber leider ist kein Platz mehr.
Und damit ihr das seht, das können wir jetzt hier zumachen, zurück in die App rein. Und ihr seht, da ist ein Log-Modul an vom NetGhost. Der ist per Satellit zugeschaltet. Und das ist die gelbe Ariba, was die Curvy Diva einfach eingenommen hat. Jetzt hier der Ramses drin sitzt mit einem Alola Kleinstein. Und da hinten ist noch ein... Ich kann nicht draufdrücken. Ein Geitsch 90. Das ist der Manns, das ist der Haulwurf, das ist der Mann, der hier sitzt. So. Freust du dich, Manns, freust du dich auf den Alola Kleinstein Community Day? Wann ist denn der? Im Mai. Da gibt's Alola Kleinstein als Community Day, wo du dann das orange Shiny bekommen kannst. Habe ich, glaube ich, noch nicht. Kann ich gebrauchen, 3 Stück. Seht ihr wieder, wer aktiv spielt und wer nicht. Wir melden uns zurück, wenn wir einladen und gucken, ob das Cabo Falla was taugt. Ich glaube, ich habe mir heute hier sogar ein Team drauf erstellt. Moment, warte mal. Das ich Team. Mal Elektroviecher und so. Pflanzen und Elektro, gell? So ein Scheiß. Du kennst dich ja aus. Ja, ich spiele auch Trading. Obwohl, das ist ja auch Wasser. Deswegen. Ich habe hier so Zarude drin Scheiß. Mit Wasserattacken. Ach, mit Pflanzenattacken. Ich habe hinten Roserade mit Pflanzenattacken. Ich habe Sekrom. Ich habe Volten. Das tut sich hier gerade alles überschlagen. Da ist auf jeden Fall noch ein Raikun, Elevoltec und dann immer noch ein. Ein Patch ist auch noch am Start. Die sind alle 50, Level 100, Level 50, IV 100 meine ich. Außer das Zarude. So, wir melden uns zurück, wenn der Raid aufgeht, in einer Minute. So, der Raid ist jetzt also auf. Ich drücke mal hier auf private Gruppe, private Gruppe, private Gruppe. Ich muss jetzt hier einen Code festlegen. Hör zu. Radfratz, Pikachu, Shiggy. Radfratz, Pikachu, Shiggy. Okay, go. Hier auch go. Ich gehe rein. Ich lade ein. Kuli, Uhuwe, Matzofix, Wickeda, Bladentiers, Shenaya. Albert Schein, Basti Bro, Iron Phil, Fanraid, Go, AMK, Henry Niki. Ich versuche jetzt hier mit dem Main-Account reinzugehen. Auf Radfratz, Pikachu, Shiggy. Dann wissen wir ja, wenn wir 10 einladen und ich habe 3 Accounts, wenn wir 13 sind, kann ich es öffentlich machen. Falls es die 2 Dudes nicht schaffen, über den Gruppencode einzutreten, was ich stark bezweifle, dann kann ich dann 14, das ist 15. Okay, das heißt, nee, warte, keine Ahnung, die anderen wissen. Eigentlich müssten alle von hier drin sein, plus die 13, also könnte ich es öffentlich machen. Hannes, bist du drin? Ja. Bei mir ist es kaputt. Wer ist denn der 15. Woher weiß der denn den Gruppencode? Alle raus! Nein, ich weiß es nicht. Wie viel ist noch? 48 Sekunden. Ich mache es jetzt mal öffentlich, du bist ja eh vor Ort. Also du brauchst ja eh keine Fanrate-Einladung. Nein. Herbe, bin ich... Ich lade 10 ein, ich bin 3, 13. Er mit dem Gruppencode 14. Warum sind 15 drin? Wie kann der 15. bitte eintreten, ohne dass er den Gruppencode weiß? Hat er geraten oder was? Weil weiß er denn, wie der da reinkommt? Jetzt muss ich hier nochmal gucken. Blood in Tears, Shenaya, Wicketa, Kuli, Fanrate, Henry, Kuvi, NetGhost. Der NetGhost ist sicherlich öffentlich rein. Geitsch, Matzofix, Iron... Radfratz, Pikachu, Shiggy. Hast noch 80 Gold? Radfratz, Pikachu, Shiggy. Basti Bo, Psycho, Lama, Hype. Oh mein Gott. Nee, ist abgelaufen. Ja, jetzt geht's los. Lobby ist aber abgelaufen. Der Hannes, der trinkt jetzt einfach einen Pfeffi auf den Schock. Ja, das schockt mich jetzt total. Und der macht einfach dann Raids in Ruhe, ohne euren Stress, den ihr da immer auf den Hannes projiziert. Ihr könnt den Hannes nicht so stressen. Ihr müsst ja mal gucken, ihr seid 15 Jahre alt bis 20, der Hannes, der ist das Doppelte bis Dreifache, also ihr könnt den Mann nicht so hart rannehmen, das ist das Nervenbündel, das geht kaputt. Bin kaputt. Der Michi hat sich's verdient reinzukommen, der hat vorher extra die Arena von gelb auf blau gefärbt, wurde wieder rausgekäselt und hat jetzt einfach den Raid mitgemacht. Grüße an Michi, der wohnt bestimmt da drüben, wir müssen da mal in den Blockheim suchen. Und ich danke dir trotzdem für das Ding. Ja, kennt ihr. Welches Ding? Das Kabel. Das ist der Kabel.
Kannst du behalten. Gern geschehen. Ja, verschenkt einfach mal zurück. Ja, natürlich. Weiß zufällig irgendjemand den 100er Wert? Nee. Ich schau mal nach. Wir müssen ja nur gucken, wer das höchste hat. Von uns Vieren. Ich hab 3. Du hast 1. Hat der Manns ein Shiny, was es nicht gibt? Nein, hat er nicht. Gut. Wie ist dein Wert? Ich hab hier erstmal noch. Ich hab 12 Sonderbonbons bekommen. Ja, ich hab 6 Sonderbonbons bekommen. So. Achso, nee, warte. Moment. Das ist aber kompliziert hier. Überall rumdrücken. 15,89. Ja, da bin ich schon durch. 15,92. Ja, da bin ich 4 weiter drunter. Wie viel hast du denn? 15,75. 75, okay. Aber es gibt ja noch, 15,92 ist bis jetzt das Höchste. Jetzt werden wir den Hauptaccount, wir werden hier mal drauf drücken, werden hier mal gucken, was der hat. Hat er mehr als 15,92? Und er hat beim Kabukime 16,21. Das ist auf jeden Fall diesmal das Heftigste, das Größte, das Brutalste. Wir müssen es nur noch fangen. Wir haben 16 Bälle. Wir wählen hier die goldene Himbeere aus. Ich erkenne nichts. So geht es mir auch. Wir werfen auf diesen Bildschirm, der total eingestaubt ist. 196 von lauter und 24,96 ist ein 100er. Was? Das ist aber Wetterboost. 196 ist normal 100er und 24,96 ist Wetterboost. 100. Wie 196? Ich habe 16,21. 1996 ist ein 100er. Das geht gar nicht. Wie kann denn 1996 das 100er sein? Du bist bei Kabu, das was davor war, bist du. Das ist das, was rosa, ne? Das ist Kabu Fala, was du hast. 1996. Kabu Lele. Wir sind bei Kabu Kime, 1921. Nee, ich fang's einfach mal, weil es das höchste ist. Pass auf hier, wir stellen mal den Kreis ein. So ein Scheiß. Der Kreis ist eingestellt, wir müssen nur noch warten, dass wir werfen können. Nee, ich brauche noch einen Glück. Das ist die GoTool-App. Zum Glück gibt es das nicht auf dem iPhone. Die kannst du auf dem iPhone nicht installieren. Ich habe gerade die GoTool. Weil das ist, das ist eine Android-App, die gibt es nicht auf iPhone. Da kriegst du keine falschen Werte an den Kopf gesammelt von Raid-Bossen, die gar nicht mehr da sind. Ich hab's. Der sitzt jetzt viel zu ruhig in der Ecke. Und, was hast du? Warte, ich muss erstmal Pokédex eintrag hier klar machen. Oh, okay. 98er, Digga, was geht ab, ey? Ne, ist hier. Ich erkenne überhaupt nichts. Was hast du denn? Dann nimmst du extra das iPhone und du siehst einfach nichts. 10, 12, 13 ist es, ne? Nur. Dann ist dein so schlecht, dass das Gute gar nicht gut sein kann, weil dein Schlechtes so schlecht ist. In der Nähe von Römelt, Alter. Ich bin in Hibo, verdammt nochmal. Einfach fabelhaft. So lasse ich den Kreis. So werden wir jetzt immer werfen. Ja, aber wenigstens ist es ein Treppchen nach unten, was ich steigere. 10, 12, 13. Du musst es so sehen. Ich habe gar nichts. Es stört mich aber trotzdem. Ja, das Handy ist wirklich auf der höchsten Helligkeitsstufe und du siehst einfach nichts. Und iPhone? Dann ist da auch noch lauter Zeugs drauf. Ja, das iPhone ist auch weit unten auf der Helligkeit. Nee, meinst du auch so weit oben? Ja gut, ich weiß gar nicht, auf was das steht. Ich habe nur mit den anderen geguckt. Egal. Wir müssten theoretisch sowieso heute noch einen zweiten machen. Wir haben ja 2 tägliche Pässe. Und wenn du gestern nichts gemacht hast, du fauler Hund, dann hast du heute sogar 3 Pässe. Fauler Hund. Und könntest trotzdem auf jeden Fall den zweiten noch mit uns machen. Ich werf halt nur daneben, ne? Hey, das ist doch voll einfach, das Vieh. Aber nicht, wenn es angreift. Ja, Mann, dann musst du warten schon wieder hier. Ich bin frustriert, ich will was trinken. Er will doch eh noch einen zweiten Pass nachmachen, dann kriegst du dein Kabuki. Ich bin trotzdem frustriert. Lädst du gerade dein Handy, ja? Am Maulwurfskabel. Vom Maulwurfmann. Maulwurfmann, ja, genau. Immer. Ich werfe immer zu drunter, ich schaff's nicht einfach fabelhaft zu werfen, weil der geht immer ein Stück unter den Kreis. Ich hab 2-mal fabelhaft, einmal gut, einmal großartig und dann war es irgendwann drin. Ja eben, der wirft einfach nur blind. Ich nicht, ich stell auch ein. Den Ring. So, ich warte jetzt, bis der angreift. Jetzt greift er an und jetzt werfe ich. Einfach fabelhaft.
Ja, ich bin schon bei 4%. Und er kommt raus hier. Aber es ist ja kein 100er, das 100er hat ja 19 noch was, haben wir gehört. 1996. Von 16 auf 19, genau. Das klang auf jeden Fall realistisch. Und ist auch nicht so. Ja, einfach fabelhaft, ne? Ich habe den Ring nicht verstellt, deswegen habe ich das nochmal so getroffen. Ah, daneben. Da habe ich schnell gezogen, aber das war nicht gut. Gut, wir warten einfach ab. Wir haben ja noch 4 Bälle. Das wäre der Pokédex-Eintrag. Wenn der flüchtet, das wäre für das Video auf jeden Fall genial. Das wäre voll witzig, da bin ich der Einzige, der das hat. Das wäre total langsam. Scheiße. Das ist ja auch überall kaputt. Ja. Vergleich dich also mit einem, der den Raid nicht mehr mitmachen konnte. Nee, mit dir meine ich. Das klärt total langsam. Ja, da ist ja gar nichts mehr dran. Das ist komplett nackig. Okay, er ist drin. Er ist drin. Das habe ich ja gesagt, dass das nicht mehr lädt. Er schiebt es auf die Powerbank und das Ding lädt nicht. Das Kabel ist komplett nackig. Pokédex-Eintrag müsste flüssig gewesen sein. Genau, aber langsam. Wir bewerten mal den Hund. 15, 14, okay. 13. Das heißt, es fehlen 3 Buchstaben. Das ist also 3%. 98, 96, das ist ein 93er. 1% fehlt. Aus Römmel Düring. Gut, jetzt machen wir mal ein Häkchen dran. Sehr cool. Ja, das ist geil. So, Hannes, was war, wie gut war deins? 0. 0,00000. Der Hannes hat gar nicht mitgemacht. Nein, ich bin enttäuscht. Der hat die Leidenschaft an Pokémon Go verloren. Wie gut war deins? Was habe ich gesagt? 10? 11? 12? 13. Ich stehe auf Typ mit Glatzen. 10 hat er angeschlossen. Ich muss jetzt nochmal einen Schluck nehmen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich glaube, weil der Community Raid halt wirklich so spät heute stattfindet, entfällt der Livestream morgen. 10, 12, 13 habe ich. Vielleicht Raider Mittwoch und Raids für Zuschauer. Auf jeden Fall, hey, der Ramon muss unbedingt jetzt noch XL. Du willst morgen Raids für Zuschauer machen, ja? Ja, das muss sein. Weil du brauchst deine XL-Bonbon. Der weiß nicht, dass das Raid Mania heißt. Ja, Raid Mania meine ich ja. Nee, das meine ich ja. Das mal. Was ihr sagt und was ihr meint, das sind 2 verschiedene Sachen. Ja. Lasst euch, wenn ihr eins in diesem Video gelernt habt, dann das. Genau. Was ihr sagt, was ihr meint, sind 2 verschiedene Dinge. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.